Moin und herzlich willkommen bei Hinnack präsentiert Spielzeug. Hier möchte ich euch mein Lieblingsspielzeug aus unserem Online-Shop zeigen. Heute beginnen wir direkt mit Lego Hidden Side JB's Geisterlabor. So, werfen wir einmal einen Blick auf die Box an sich. Das Set ist ab 7 Jahren. Genau, auf der Rückseite kann man einmal eine Nahaufnahme von JB's Geisterlabor sehen. Auf der Oberseite sind die einzelnen Minifiguren, die in dem Set sind. Genau, und das Einzige, was ihr braucht, um dieses Set zu benutzen, was nicht in der Box ist, ist einmal euer Smartphone und die Hidden Side App. Ja, und da gucken wir jetzt mal rein. Jetzt zeige ich euch einmal, was ihr hier seht. Hier haben wir einmal Spencer, den Hund, als Geist verkleidet. Dann haben wir hier Mr. Elton mit seinem gruseligen Kopf und hier ist noch sein Ersatzkopf. Dann haben wir JB, unsere Wissenschaftlerin, und Jack, beide ihre gedruckten Handys in der Hand. So, das zum Set. Das Set ist 18 cm breit, 9 cm tief und an der höchsten Stelle 13 cm hoch. Genau, zu sehen ist ein Labor. Von der Vorderseite seht ihr hier einmal und von der Hinterseite. So, das waren sie schon alle. Jetzt gehen wir über und ich zeige euch, wie ihr das ganze Teil zum Leben erwecken könnt, und zwar indem ihr euer Handy benutzt. Oh, jetzt haben wir einmal die Perspektive gewechselt. Hier haben wir mein Handy und dann nehmen wir jetzt mal den Jäger und dann können wir hier auswählen unser Geisterlabor, unser Set. Dann sagen wir jetzt mal Geisterjagd. Sagen wir, ich habe es zusammengebaut. Jetzt wird uns auch einmal gesagt, worauf wir achten sollen. Und dann starten wir das Ganze mal und lassen es zum Leben erwecken. Das war's jetzt von mir hier mit JB's Geisterlabor. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Mir ist auf jeden Fall riesig gefallen. Und nun bleibt nur noch übrig, gebt uns einen Like, kommentiert gerne, was ihr als nächstes sehen wollt. Das war's von mir, euer Hinnack. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!